So, liebe Freunde der aufregenden Sportsmusik, des Breitensports, der aufregenden Sportsmusik, ja. Hier ist wieder euer Abakel und euer Abakel macht Blödsinn, nämlich mit Cliffhanger. Ein kleines Let's Show, oh, von 93 von Sony. Und zur Feier meines neuen Mikrofons, ach komm, live schon mal auf 5. Ich weiß nicht, warum man das auf 7 live stellen kann. Und zur Feier meines neuen Mikrofons, und ich hoffe, es hört gut an. Okay. Das ist übrigens Cliffhanger fürs Super Nintendo. Ich weiß gar nicht, ob das auch für andere Konsolen umgesetzt wurde. Ich habe einfach mal das jetzt genommen. Und dann schauen wir doch mal. Bla bla, interessiert es nicht. Oh, oh. Ja, bla. Okay. Ah, ein Beat'em'up. Okay, damit kann ich umgehen. Glaube ich zumindest. Beat'em'up. Bam, 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 bam. Und der Kick braucht aber lange. Der Kick braucht aber lange. Okay, ich kann schlagen. Ich kann treten. Ich kann... Ich glaube, das ist blocken. Oh, ich kann noch in die Hocke gehen. Geil. Okay, ich kann mal blocken, aber nur in die Hocke gehen. Mhm. Ich kann springen. Ich kann Sprungkicks machen. Ich kann Sprung... nichts mehr machen, außer Sprungkick. Bah. Ja, das ist Cliffhanger. Und Cliffhanger und... warum blockt der mich denn jetzt hier? Kann ich auch sowas wie... boah, dieses Kampfsystem. Kann ich denn auch irgendwelche Würfe oder so? Oh geil, ich habe einen Uppercut gegeben. Ah, aua. Kann ich irgendwelche Würfe machen oder so? Was macht er? Oh, uiuiuiui. Okay. Au, oh, da liegt was, da liegt was. Ich kann was aufnehmen. Oh geil, ich habe ein Messer. Ich habe ein Messer. Ich springe in Messerei zur Schießerei mit. Ich springe in Messer zur Schießerei mit. Zack, zack. Bam, 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 bam. Ja, die Grafik sieht bis jetzt... Ui. Sieht bis jetzt ein wenig langweilig aus, sagen wir mal so. Oh, ich kann es auch werfen. Jetzt habe ich es natürlich nicht mehr. Na gut, dass ich absolut keine Ahnung habe. Pause, okay. Select macht gar nichts. Ich kann... Oh. Ah ja, stimmt, das war ja... Oh, oh, ich war tot. Oh, kann ich nicht werfen? Hier so Würfe anbringen, das kann man doch sonst. Was muss ich denn da drücken? Ah! Ah, schon wieder wird man hier gegangraped, wenn man hier... Ah, dafür ist das da, okay. Man wird jetzt schon wieder gegangraped, wenn man zwischen zwei Gegner steht. Das kennt man ja von allen anderen Spielen auch. Ach, fuck. Falsche Taste. Ich wollte doch nur... Wie doof der springt. Der landet mit so einem Fuß-Dingsbums. Okay. Ich versuche mich ja mal ein bisschen durchzuboxen. Und... Ah, falsche Taste. Kick, 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 tret, tret, zack, Messer. Ah, Schießerei, tot. Ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn ich unten an diesen Bildschirmrand rangehe. Ja, Cliffhanger mit Sylvester Stallone. Ein grandioser Film, den ich zu meiner Verteidigung sagen muss, bisher noch nie gesehen habe. Und ich... immer durch die falsche Taste. Und ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass ich den gesehen habe oder nicht gesehen habe. Ich will auf jeden Fall ein bisschen weiterkommen mal. Ah, da Hintergrund und so. Oh, gibt es nur wirklich diese zwei Gegnertypen jetzt nur im Moment? Na gut, das erste Level ist gerade mal, ne? Darf man ja nicht viel erwarten. Ich glaube, ich will das Messer behalten. Oh, ich habe gelaufen. Ah, scheiße. Oh, nee. Oh, nein. Ich weiß, was sie von mir wollen. Das nämlich wollen die von mir. Krass. Das hat sogar geklappt beim ersten Mal. Ich habe gedacht, ich werde sofort... werde ich so... Wie viele Messer hat denn der Typ? Oh, ja. Jedes Mal... Oh, oh, geil. Voll die Moves hier, finde ich hier raus. Ja, das Kampfsystem scheint mehr oder weniger komplex zu sein. Und das scheint so... Oh, ein neuer Gegner mit einer roten Jacke. Palette-Change-Scheiße. Kann ich verzichten. Grobe Palette-Change-Mist. Ah, ich hasse das, wenn man zwischen zwei Eumel da gerät. Ah, Hilfe, 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 Hilfe. Ich habe mich nämlich gerade am Kopf gekratzt. Und da kann man natürlich jetzt nicht hier verlangen, von mir zu spielen. Ah, komm, oh, ein Uppercut. Ich will so Leute mal so werfen oder in so einen Griff nehmen. Aber das geht anscheinend ja irgendwie nicht. Uppercut. Tiger Uppercut. Ach nee, das war ein anderes Spiel. Falsche Maustaste. Scheiße. Wollte ich falsche Maustaste sagen. Das ist der Sprung. Boah, da muss man ja Anlauf nehmen und dann im richtigen Moment. Wow. Und da wartet uns direkt ein Messer-Heini. An zwei Messer-Heini. Gibt es schon noch vier Messer-Heini. Vier Schwerter-Heini. Ja, ich weiß, das ist von One Piece. Und nehme ich überhaupt auf? Doch, klar, nehme ich auf. Messer nehmen. So, jetzt. Oh, oh, das wird aber... Oh Gott, ihr verlangt das ist jetzt wirklich von mir. Okay. Braucht man da Anlauf für? Nein, man braucht keinen Anlauf für. Man darf jetzt keinen Anlauf nehmen. Ja, das ist ja super.
Und, oh, mein letztes Leben. Oh, jetzt gibt's den Heini auch mit rotem Schirr. Das ist ja geil. Was macht eigentlich der andere Knopf? Boah, der andere Knopf macht genau dasselbe. Und das war übrigens mit den L-Tasten hier. Das war dann so ein, anscheinend so ein super mega Befreiungs-Move. Move, ja. Move your ass. Ja, das scheinen alle Gegner des ersten Levels zu sein. Ja, ich will mich nicht beschweren, so bei Mutant Hero Turtles, hier dieses Prügelspiel von Hero Turtles, Turtle Power, gab's ja auch nicht mehr, glaube ich. Da gab's die Ninjas in verschiedene Farben und so alles. Will ich das Messer eigentlich nie? Kennt man das nicht? Ah, okay. Was war das? Okay. Da habe ich doch kurz eine Pause gemacht an einem kleinen winzigen Lagerfeuer. Das bei das Bild stehen. Ich will weiter. Hallo? Ich will da weiter. What? Was? Wie? Was? Was geht denn jetzt hier ab? Warum kann ich da nicht weiter? Was? Wie? Was? Wie? Warum kann ich da nicht... Was? Nee, hä? Okay. Warum geht es jetzt hier nicht weiter? Muss ich irgendeinen Move machen? Muss ich die unsichtbare Wand eintreten oder so? Muss ich da oben... ich muss da hochklettern. Ja, Leute, hätte da ruhig mal... Oh ja, da schießen die. Ja, genau. Ja, klar. Ja, und jetzt? Ja, nee, ist klar, Freunde. Ist klar. Ja, wie soll ich denen denn ausweichen, bitteschön? Da schießen die da mit Gewehren auf mich und ich kann nicht mal ausweichen. Kann ich irgendeine Taste drücken zum Ausweichen? Ich werd bescheuert. Leute, das ist ja wohl... Ihr habt ja wohl einen Knall. Echt, was ist das denn für eine Szene? Erst sagen die mir nicht, dass ich da hoch muss. Und, dann schießen die mit Gewehren auf mich. Da goes the dog crazy in the pan. Ach, scheiße. Da goes the dog crazy in the pan. So, jetzt kann ich mich da wieder wärmen. Ja, komm runter, Junge, dass der kalt ist, wenn er hier mit... was ist das? Was ist das? Was zur Hölle? Scheiße. Ja, jetzt, das war Cliffhanger. Und ich habe jetzt keine Lust mehr, bis zur Lawine zu spielen. Jetzt so umwerfen war das auch mir nicht. Es scheint spieltechnisch ganz okay zu sein. Sony Image Soft. Mhm. Aha, Rich Robinson. Es scheint spieltechnisch ganz okay so... Ja, Norris. Der Norris mit Nachnamen heißt. Ist es Stereo? Monoral. Geil. Überall steht Mono. Da steht Monoral. Monoral. Ich weiß, das ist dasselbe wie Mono, aber warum schreiben die Monoral dahin anstatt Mono? Wie Stereo und Mono und so. Boah, 7 Leben kann man da einstellen. Und 3 ist dann extra hart, oder was? Scheint Sound und Spieltechnik ganz okay zu sein. Und ich glaube, ein ganz Tick besser, als was ich sonst so spiele. Und schaut es euch an, wenn ihr Lust dazu habt. Ich habe es nicht so, ich sehe Lust dazu. Und, die Game-Demo. Also inwieweit das Ganze jetzt, ich habe den Vorspann hier übersprungen und inwieweit das Ganze jetzt mit dem Film irgendwas zu tun hat, kann ich jetzt natürlich nicht beurteilen. Und da die Lawine, jetzt sehen wir sie wenigstens. Ach ja, da genau, da muss man da so springen und so. Da gibt's noch Wald mit denselben Gegner, die schießen ja. Ja, genau. Genau, wie das geht denn hier ab, ey. Ich kann Pistolen aufsammeln, ja geil. Oh geil, mit der Uzi hier. Die Kugeln schießt, die man sieht und so. Schaut es euch an fürs Super Nintendo von 93. Cliffhanger. Das war euer Abacke und yay zum neuen Mikrofon. Ciao, ciao.